Hallo und willkommen zurück zu 3030 Death War Redux. Da muss ich immer noch mal gucken, wie das denn tatsächlich hieß. Der Name ist irgendwie gleichzeitig sehr seltsam und generisch. Das 3030 kann ich mir noch merken und dann mit dem Death War hört es schon wieder auf. Wir gucken jetzt erstmal. Jobs kann ich ja eigentlich nicht haben, sonst hätte ich nicht speichern können. Also gucken wir mal. Ich wollte ja jetzt diese Sachen erkunden. Und dann eigentlich mal. Wir könnten auch das. Naja, gut. Wir könnten alles Mögliche machen, aber. Nach Elsef. Da können wir mal hin. Da ist ja kein Zeitlimit drauf, machen wir auch. Achso, unten kann man es auch schneller sehen. Okay. Ja, dann. Wir haben 5:30 Uhr. Die Zeit fängt auch sofort an zu ticken. Dann werden wir da direkt hin. Und mal in die Richtung düsen. Ja. Ether, 15 Sekunden. 14, 13. Wir sind schön bei 0,33. AU pro Sekunde. Wupp. Peace, wait. Man muss das innerhalb der Station auch noch verhältnismäßig schnell dann machen. I have a package for you. Zilla, was auch immer, merci. Das da. Au revoir, mon ami. Okay. Wir sollten hier aber ja auch wen treffen. Okay, gucken wir erstmal, ob wir hier. Mit dem können wir nicht reden. Mit dem Bar-Droid. Good day to you, sir. How may I be of service? Go clean the lift. Sorry, sir, I don't understand. Never mind. Okay. Peanuts. Hi there. Hi, I'm Peanuts. Ask why I'm called that. It's a long story. You know the system well? Andinti? Not so much. I'm from the Badlands. Elsef, what's with that name? This station name, I heard it's pronounced Elsev. Named after professor or something. This place is quiet. Yeah, it's mostly just refueling depot before people head off north or south. You heading down to Sofifa? Or up to Isa and the Rub Bar stations? Not decided. Cool, flying casual. Who was the professor? Well, I guess it was Professor Elsev. That's all I know about it. I have to get off the station. Huh? I'm trying to get to HBE. Badlands. Dangerous system. Not as safe as here, that's for sure. Joe Station is the only down there. And it attracts all sorts of scum. It's good fun. What's HBE? A friend of mine. Business or pleasure? Well, both of course. Always mix business with pleasure. That's my flow-low, a follow. Bye. Later, dude. Hi there again. Hi. See you at HBE. I'm going south soon. Okay. Maija Seller. Hi again. Hey, you made it. Good fortune for you, my friend. You know the rules. One shot at this. I have other buyers ready. If you don't take a deal now, you'll miss out. What's this great stock you have? Maya Sika at 50. Wie viel hat denn das in einem anderen gekostet? 20 units.
Keine Ahnung. Interested? It's grade A. But you get your stock. If I told you that, you might cut me out. Trade secrets. Is that wine? By my feet, sure is. Major fire wine. It's not for sale. I'll take all your A-grade seeker. Really? Great. This better not be grade C. I would sell grade B to a trader, like yourself. Transocrats, I send it to your hood. By the way, it's at the very bottom of the goods list. Oh, thanks. Where will you be next time? Next, I'm heading south. I got a much better offer for you. Diamonds. How much? At least 15 units. Maybe more. I'll be at HBE station. Mm-hmm. Okay, HBE station. It's the big frigate ship. The police use SHQ. The police SWAT teams all come from there. I know, isn't it risky to sell from there? Nah, I know people. What system is HBE station exactly? It's an Chiara system or something like that. Two down from here, it's a long way. It's more of a ship than a station, isn't it? I'll be at the Thirsty Pig. See you later. If you fancy some diamonds, see you at HBE. Aha. Okay, das scheint auch wieder Wordgame. Ne, das braucht man nicht. Kreati. Heißt das. Mhm. Was haben wir denn hier zum... Achso, wir haben ja jetzt Goods. Seeker. Die sind jetzt hier aber auch nur Average Price. Jetzt weiß ich nicht, ob man die nicht besser einfach behalten sollte. Andererseits könnten wir halt auch irgendwas Grünes, nee, was Rotes kaufen. Low Price. Aber die haben nichts Rotes, was viel wert ist, wie es aussieht. Na gut, dann behalten wir Refuel. Job Console. We're taken to Taplay. We like passage to Taplay. And they need to ship to Aruba Station 2. Okay. Bleiben wir hier noch ein bisschen. Achso, Trade Console, Ships, was haben wir hier? Ja, wir könnten halt bald das Schiff hier kaufen. Aber dann werden wir mal hier jetzt ein bisschen rumfliegen. Oh, da war auch ein Zeitlimit. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aruba Station 2. Okay. Na gut. Dann düsen wir da mal gerade hin. Ich kann aber auch mal... Klick. Aha. Okay. Nachlenken. Also wir könnten noch ein paar Asteroiden-Dinger kaputt schießen. Wir haben noch 3 Minuten.
So, er fliegt dann hinter mir her. Sieht ein bisschen danach aus. Smuggler Guildship. Income message from trader. I got some jumbo beans. Need to sell 39 ton for 8 each. Can I make a new offer or do you want to want this deal? Decline. Wanted. Kann man da irgendwie nähere Infos bekommen? Shield 7%. Heil 82. L52. Langsam wird aber auch meine Zeit knapp. What? Oh. The space adventure is over! You were killed by Fernando Galligardi, who was flying the blah blah. You tried flying back a MiG. Aha. Okay. Vielleicht hätte ich mir auch noch angucken sollen, wie ich diese wie ich diese Dinger schießen kann. Die Raketen hatte ich ja auch theoretisch auf dem Schiff. Wir sind jetzt hier in Ruba Station 3. Also ich muss erst wieder nach unten. Liseti. Esadosa. Sofifa. Surplus Junk Job. 14.000. Machen wir das erstmal. Ja, wie kann man denn die benutzen? Keine Ahnung. Other. Time remaining. The limits to automatically collect. Was? Can't. Time remaining. Oh no. Controls. Sehe ich jetzt hier nicht. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht mit rechten Maustaste. Wir haben jetzt jedenfalls, ja, Pieces of Junk auch auf Zeit. Hm. Cannot fire missile without target lock. Ah ja. R to target closest hostile. Das hätte ich vielleicht da auch machen sollen. Es ejected 9 tons of Delavernan fuel. What?
Hydrogen Fuel? Wieso ejecten die alle? Kann ich ja hier auch nicht anvisieren. Ich wüsste ja nicht, wo die. Oder ist das da unten das? Es ist 12 AU entfernt. Gehen wir mal anders, dass er diese ganzen. Was ist denn das für ein Pac-Man-Sound? Ja, ich schätze mal, dass das von da unten ist, dass sie gegen einen Piraten kämpfen und der da irgendwie Zeug rausfallen lässt. OV1. Da heißen aber alle anders. GP irgendwas. Die Zeit ist jetzt schon ein bisschen limitiert. Müssen wir jetzt erst noch ein bisschen Schrott finden. Na, kurz davor. Ja. Ah ja, 14.000. Nice. So, dann fliegen wir aber jetzt mal. Ne, es ist Ruba. Fliegen wir einfach mal dahin. Temperature changes in Red. Ne, es ist eigentlich auch sinnlos. Kann ich diese Dinger nicht, ne, nicht anvisieren hier? Derelict. Vielleicht muss ich da einfach irgendwie anders hin. Das sind diese Space Stations. Das sind Planeten. Was das hier genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein angrenzender Planet. Keine Ahnung. Wir fliegen jetzt einfach mal in die Richtung. Unknown. Aha. Das ist ein anderes System. Distance to escape velocity. Da sind wir an einer Sache vorbeigeflogen. Das ist dieser Nebel hier. Kann ich das nicht anvisieren hier? Das Weiße, das ist das hier. Derelict Salvage Code 15. Aha. Junk. Magazine. RIP. Pirates reported in derelicts. Gun. Ah. Yes, with cash.
Kann ich anscheinend damit nicht treffen. Head. Ja, aber mehr scheint hier jetzt auch nicht zu sein. Dann gehen wir halt wieder. Buddy. Kann man damit was machen? Vielleicht wenn ich jetzt so einen Traktor strahle. Ah, Traktorbeam. One body loaded into the cargo bay. Valuable items find? None. Hm. Ja, aber... Ah, jetzt ist es weg? Ne, da ist es noch. Aber ist ja ein bisschen dämlich, dass das da jetzt noch angezeigt wird. So. Star Proximity Alert. Okay, dann war das aber auch nicht das. Ne, es ist dann. Okay, was anderes. Da ist ein Fragezeichen. Kann man aber auch nicht anklicken. Bin ich doch jetzt genau drauf. Ist das das? Das sieht mir mehr nach Schrott aus. Keine Ahnung, was das Fragezeichen dann zu bedeuten hat. Das hier ist einfach nur Müll. Naja, okay. Dann gehen wir mal zu dem nächsten weißen Dingen dahin. Crystal.
Mhm. Da ist was. Radioactive. Mhm. Contains 8 pieces of nebula map. Diskette. Mein Kopf. Case with cash. 80, Wahnsinn. Okay, das war's anscheinend. Ja. Earth's Butt Magazine. Andinti. Mhm. Soll denn das sein? Bitte nicht. Dann gehen wir mal ja einfach irgendwo hin. Müssen dann auch mal wahrscheinlich. Ja, wir können auf jeden Fall diese eine Miss. Oh, Moment. Target Asteroid Crate Container. Nearby to Target. Target Ship. Enemy, okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal dahin, nachtanken und können wir auch mal Kram verkaufen, denke ich. Wait. Use comms or dock to pay your fines. Was? Hold fire. I'll pay my beer. Anscheinend ist der Einschuss wohl hingegangen. Battle at ended. How do you doing? I'm fine. How can I help you? So where's the space battle supposed to be? Gotta get yourself to Andinti to find some action. Action? Yeah, big battle involving the police and a pirate gang. You think you're tough enough? Well, I know I'm tough enough. Well, then get over there and kill some scum. How much bounty per pirate? Depends, could be as much as 20k. I just don't know. Nobody knows until they start fighting. But some reports have said there are some pretty dangerous guys out there. Oh, okay. Sounds dangerous to me, but why aren't you there? I would be, but I have to spread the word. Seems it's my turn this time. Although I wish I could be out there. I upgraded my Senate issue ship to so it's nice and quick. Really? Any tips?
Yeah, it's all in the turn speed. If you can turn faster than the other guy, then you're alright. Thanks. See you around. Okay, no problem, dude. Don't forget. Get to Andinti for some action. There are at least 7 in the battle at the moment. Alright, thanks. Okay, dann wollen wir erstmal den Kram verkaufen. Vielleicht sollte ich auch eine andere... Was ist denn das? MI Standard Afterburner. Gives you small bursts of thrust. Keyboard Shortcut, Hold Control... On Controller, Hold Left Dings da. Naja. Civilian Thruster. Speeds up Ship Turning, but upgrade the Thruster Output by 16%. Außerdem haben wir eine Credit History. Allows the pilot to see his previous spending view on a personal screen. Basic cargo scanner. A readout of the targeted ship cargo manifests, but does not supply quantity. Boah. Boah. Alles kaufen. Advertisement. K33 irgendwas. The local Tablet government welcomes you to its system. Have you ever tried getting a great seeker on the cheap? Yeah, that's right. Getting a great seeker on the cheap? Yeah, that's right. It's expensive stuff. Well, over in Tablet, we just introduced a new seeker production plant that is now currently making cheap A-grade seeker. Or stop by the Vero station. We've course just had a refit. Don't forget to stop by and look at Xikra station too. You never even noticed the bomb blast. Aha. Ah ja, jetzt haben wir hier... Wo war denn das? Personal... Okay, da kann ich jetzt die Ausgaben sehen. Wanted Pirates. Aha. Ja, wir können auch... Wir haben ja 68.000. Wir könnten halt da was Besseres kaufen. Was auch nicht jetzt die Farben bedeuten sollen. Ah, Firing Rate 16,8 ist anscheinend das Beste da. Ist weniger. Was ist das Grüne? Turn Rate. Ja gut, ist für Missile halt. Mhm. Ja, gut. Recovered Body. Unload. 197. Okay. Refuel. Crystal. Ja. Okay. C-Grade Seeker, low price. Mhm. Das sind aber jetzt andere Preise, als wie ich mir aufgeschrieben hatte. Weiß nicht, ob man dann hier überhaupt drauf was geben kann. Vielleicht sollte man das auch einfach ignorieren. Anscheinend bekommt man eh so viel Cash. Und so schnell durch die Mission, dass das eh wurscht ist. 71k. Difference 76.800. Naja, ich glaube, bevor ich mich da mit Piraten anlege, werde ich erst noch irgendwas an Jobs machen. Oder wir machen hier Crazy Pirate. So, 28.000, aber das ist irgendwo anders. Na komm, dann machen wir das jetzt anders. Dann werde ich jetzt hier mal speichern. Okay. Wer hat jetzt hier
in this system. Ich werde einfach mal dieses teure Bounty-Ding nehmen. Werd noch meine Waffe ab, mein Dingens upgraden. Einfach auf, ja, das teuerste wird schon passen. Wo soll man den finden? Pirate. In this system 110, 64. Minus 110, minus 64. Wo haben wir denn unsere Koordinaten? Minus 109,64, weil dann wären wir ja schon da. Target L2G6KY. Ups, no. Das wäre irgendwie cooler, wenn man da durchrotieren könnte. Oder hier eine Piratenliste bekommen würde oder sowas. Das ist ja ziemlich... Wie soll ich denn den da jetzt da finden? Achso, Show on Map. Ja, sehr hilfreich. Ah, okay, da unten. Mhm. Na, dann schauen wir mal. Na gut, das war jetzt die Station. Das ist ja nicht der Typ. Minus 110, minus 64. Aber ich schätze mal, dass das einfach nur dieses Andnintni ist. Ja, es ist einfach nur Andinti, die Position. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier diesen Piraten finden soll. HL2G6KY. Der anscheinend. 2G6KY. Okay. Ja, das hätten sie aber sicherlich eleganter machen können. Die Ship moves much faster. Hmm.
Jetzt haben wir den hier. Ups. Er steht auch nicht still. Mit dem Drehen, das ist ein bisschen. Aber Escape ist auch mal eine echt scheiß Taste dafür. Da sollte ich mir dann auf eine Daumentaste legen. Mit WASD und dann nicht Escape, Steuerung drücken. Das ist schon so ein bisschen kacke. Wenn man das einmal drücken müsste zum... Shield 2%. Jetzt kann ich den ja mal an... Der ist ja anvisiert. Ich habe gar keine Raketen jetzt, oder wie? Body. Swift Tonnen Hydrogen Fuel. Und das war jetzt die Mission? H2GKY. Scheint habe ich ihn jetzt umgebracht. Naja. Na, ich weiß nicht. Gut, dann fliegen wir jetzt erstmal wieder zurück. Aber anscheinend habe ich die Quest ja jetzt gar nicht abgeschlossen. Ich habe irgendwas den Piraten umgebracht, aber... Oh, passt schon. Watch yourself, Punk! Ja, das hat ja nicht so gut mit dem Job funktioniert, ne? Haben wir immer noch. Show on Map. Huh.
Repair. Repair. Wir können jetzt jedenfalls die Waren verkaufen. Ein Body, Unload. Und wir haben ein bisschen Hydrogen zu viel. Naja, aber irgendwie habe ich ja anscheinend den Gegner noch nicht gefunden. Oder den Falschen getötet, oder er wurde nicht gezählt. Keine Ahnung. Target HL2GK6 in this system. Wenn ich hier drauf gehe, komme ich auf die Weltkarte. Wir sind jetzt in 65. Ja, weil dieser Stern halt auf 64 ist. Chip, also weil wahrscheinlich, weil da was drunter lag. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinfliegen soll, um den Typen zu finden. Ich meine, hier ist jetzt nur dieser eine Pirat, aber ist der das? Da wird ja mir ja nichts angezeigt. Wieso ist da jetzt gerade der Rahmen rot? Show on Map ist mal ziemlich sinnlos. HL-2G6KY. Ja, wie gut, dass die alle so heißen. Ach, das ist der Schiffstyp. Das ist doch derselbe Captain in den beiden Schiffen. Das macht ja auch keinen Sinn. Tracy Bergsiebo. Oh. Was? Das ist aber wer anders. Ne, ist der ist auch. Das ist auch Bergsiebo. Also, sorry, das verstehe ich so gar nicht. Der Kampf gefällt mir auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Ups. Will nicht die nächste Station targeten. Dann jetzt? War ja wieder sehr hilfreich. Jetzt habe ich den getötet. Da fliegen jetzt noch. Fliegt noch einer mit dem Namen rum. Hier steht auch ein Bounty drauf.
Aber wenn da sowieso ein Bounty drauf ist, dann bräuchte ich da ja auch nicht die Quest für annehmen. Ja, Schokolade. Und wieder wie so ein Buddy. Naja, 1000 für einen Schuss ist natürlich jetzt auch nicht... Ja, ich will erstmal gucken, dass ich diesen einen Typen jetzt zerstöre. View your system map without opening the map screen. Press C without any open screens and you open the system map over. Ah, okay. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hilfreich. Die haben beide 19.000, alle drei 19.000. Das scheinen auch alles dieselben zu sein. Pirate. Gold. Ja, ist derselbe wieder. Was soll denn das? Ist irgendwer auf dem Weg zu mir? Die Pirate Hydrogen Fuel. Naja, okay. Dann fliegen wir jetzt wieder zurück nach Ruba.
Da ist noch irgendeine Station. Aber ich habe nach wie vor keine Ahnung, wie ich meine Quest loswerden kann. Und ohne werde ich ja wahrscheinlich jetzt auch nicht speichern können. Die Gegner heißen alle gleich. Vielleicht sollte ich da mal im Forum nachfragen, was da, wie die sich das vorstellen. Halt! Bishop Member is saving your game now and then. Ja, wenn er mich machen lassen würde. Aber ich kann die Quest ja nicht abschließen. Ich kann jetzt hier wieder meinen... den Krempel verkaufen. Ja, verkaufen Piraten. 6000. Super. Bisschen Gold haben wir auch noch. Hydrogen. Ja, ist ja ein bisschen dämlich, wa? Ich google mal gerade fix danach. 30-30 Death War Redux Pirate Mission. I need your help. Da sehe ich jetzt nichts zu. Aber ich glaube, diese Zeit, die läuft auch immer weiter. 11:11. Ne, die ist pausiert. Ja, dann würde ich jetzt hier mal einen Schnitt machen und mal fix im Forum fragen. Weil speichern kann ich jetzt nicht. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal weiter, wenn ich dann hoffentlich eine Antwort habe. Das ist schon ziemlich dämlich. Vielleicht bin ich auch einfach ziemlich dämlich, aber das werden wir dann wohl beim nächsten Mal sehen. Bis dann!